Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 25. Juli. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Sehen wir uns den DAX an. Ja, man könnte sagen, das Minus hielt sich in Grenzen. Bitte nicht darauf achten, wir haben gleich im Tageschart, das hier ist der 15-Minuten-Chart, der Stunden-Chart seit Ende April. Und hier wird immer nur oben die Veränderung der letzten Handelsstunde angezeigt. Aber das Minus, wie gesagt, hielt sich in Grenzen und der DAX konnte sich von seinen Tagestiefs lösen. Das ist doch schon mal was, könnte man sagen. Nur, wenn man sich überlegt, dass der DAX am Freitag richtig unter die Räder kam und im Vergleich dazu eine Gegenbewegung eigentlich ja nicht überraschend gewesen wäre, ist ein erneutes Minus auf Tagesbasis nicht gerade umwerfend. Und die Nervosität erstreckte sich, nachdem der Euro-Dollar-Kurs genauso wie das Gold am Montag relativ ruhig blieben, vor allem auf die Automobilbranche. Und da ist man beim DAX ja nun nicht nur gut besetzt, sondern auch hochgewichtet mit VW, BMW, Daimler und eben auch dem Zulieferer Continental. Das drückte den DAX weiter und dementsprechend ist es durchaus drin, dass die Kurslücke, die damals Ende April am 24. hier aufgerissen wurde, zügig geschlossen wird. Bis 12.050 Punkte etwa geht es da nach unten, aber dann würde es möglicherweise auch weitergehen. Wir sehen, dass die 200-Tage-Linie mittlerweile bei 11.800 Punkten angekommen ist. Im Prinzip ja ein für eine Korrektur durchaus normales, logisches Kursziel. Darüber warten als Supports die 11.940 und 11.850er Unterstützung, die aber nicht unbedingt zwingend massiv wirken. So betrachtet ist es also durchaus möglich, dass der DAX weiter abrutscht, wenn die Kavallerie nicht retten sollte. An der Wall Street nämlich, da war gestern wieder einmal Hoffnung angesagt. Während man beim Dow Jones eher negativ unterwegs war, zumindest vorsichtig agierte, war die Nasdaq wieder einmal ein Hort mutigen Optimismus. Dort hofft man nämlich darauf, dass die Quartalsbilanzen der großen Publikumslieblinge wie Apple, wie Intel oder Facebook sehr gut ausfallen. Nun muss man mal abwarten, wie die Reaktion auf die Zahlen von Google, die nachbörslich am Montagabend kamen, ausfallen. Aber das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der Nasdaq 100 sich ja abgekoppelt hat von der Warnung von Goldman Sachs, dass man sich gerade auf diese Aktien zu sehr konzentriert habe, dass dort die Erträge nicht mit dem Kursanstieg mithalten. Und dementsprechend ist das Hoch, das vor der Goldman Sachs Warnung Anfang Juni erreicht wurde, längst überschritten und man steuert, ja, ob leichtsinnig oder mutig, sei dahingestellt, in Richtung der runden Marke von 6.000 Punkten zu. Aber das bedeutet, dass die positiven Ergebnisse schon großenteils in den Kurse eingepreist wurden. Diese Aktien sind deutlich gestiegen und da entsteht natürlich ein Risiko. Wenn es gelingt, hier zu weiteren Kursgewinnen zu kommen, möglicherweise dann auch den Dow Jones mitzuziehen, dann hätte der DAX die Chance, um einen weiteren Abwärtsimpuls herumzukommen. Aber erst, wenn diese Zone, nämlich die 12.289, die obere Begrenzung also der Kurslücke und die Tiefs von Ende Juni und Anfang Juli bei 12.319 bzw. 12.316 Punkten zurückerobert würde und die 20-Tage-Linie zurückerobert wird, die mittlerweile unter 12.500 Punkte gerutscht ist, dann wäre der DAX kurzfristig zumindest mal wieder neutral und erst wenn er über dieses Zwischenhoch hinauslaufen würde, also über 12.678 Punkte, wäre er kurzfristig bullisch. Dann wäre wieder Luft an das alte Rekordverlaufshoch 12.951, respektive an die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals vom Februar, den er dann ja wieder zurückerobert hätte.
Aber das ist momentan einfach nur eine Kombination aus Hoffnung und theoretischen Möglichkeiten. Kurzfristig ist und bleibt der DAX erst einmal bärisch einzustufen und so betrachtet wären bestehende Positionen auf der Shortseite auch allemal haltenswert. Wir würden den Stop-Loss erst einmal bei 12.520 Punkten belassen und die Position klein halten. Je nachdem, wie sich die kommenden Tage entwickeln, mag sich eine Gelegenheit geben, hier auch noch einmal nachzufassen. Im Augenblick sollte man allerdings vorsichtig sein, denn es kam hier zu einer Bullenfalle, einem Ausbruch über eine Widerstandsmarke und die 20-Tage-Linie, die sich nicht hat durchsetzen können. Möglich ist es allemal auch, dass wir hier auf der Unterseite eine Überraschung erleben und da mehr kommt als ein Pullback an die 20-Tage-Linie. So betrachtet wären kleine Positionen durchaus sinnvoll, hier mit großem Geld zu agieren. Dazu ist der Trend auch mittelfristig eben noch nicht bärisch. Dazu müsste es die 200-Tage-Linie erwischen und bis dahin ist es zwar keine Welt mehr, aber doch noch ein Stück, das erstmal von den Bären auch durchmessen sein will. Soweit der Überblick für heute früh. Wir melden uns morgen früh wieder mit dem Resümee des Dienstags. Und naja, der heutige Dienstag ist ja traditionell ein höchst volatiler Tag und dementsprechend könnte hier einiges geboten sein. Warten wir es mal ab. Morgen früh wissen wir mehr. Abschließend der Blick auf das Trading-Diplom. Es sei noch einmal erwähnt, das ist ein Test ihres Wissens, ihrer Fertigkeiten im Bereich der Derivate. Und da sind Fragen dabei, die man vielleicht so nicht erwartet hätte, die aber bedeuten, wenn man die Antwort weiß, weiß man wirklich Bescheid. Ansonsten hat man möglicherweise eine Wissenslücke, die schaden könnte. Aber die Basis des Diploms ist all das Wissen, was Ian Gmarkets auf seiner Akademie-Seite zusammengetragen hat. Unter www.ingmarkets.de finden Sie diesen Überbegriff finden Sie diesen Überbegriff Akademie, so haben wir es, und dort finden Sie neben den Lehrvideos eben auch diesen Link auf das Trading-Diplom. Probieren Sie es mal aus, macht Spaß und bringt noch einiges. Und in diesem Sinne einen schönen Dienstag und machen Sie es gut.